Hallo liebe Zuschauer, nein, Sie sind ganz richtig. Die Anne hat ihren verdienten Urlaub. Deshalb begrüße ich Sie ganz herzlich hier zu MEF Kompakt und freue mich natürlich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die erste Nachricht kommt vom Statistischen Landesamt in Kamenz und wir freuen uns alle sehr. Es geht um Nachwuchs. Mit 528 Zwillings- und 12 Drillingsgeburten konnte seit 1987 die meisten Mehrlingsgeburten festgestellt werden. Gegenüber dem Jahr 2010 waren es zwar 5 Zwillingsgeburten weniger, dafür aber 6 Drillingsgeburten mehr. Insgesamt wurden im Jahr 2011 in Sachsen von 34.003 Frauen 34.555 Kinder geboren. 450 Frauen brachten Mehrlinge zur Welt. Von den 528 Zwillingspaaren waren 352 gleichen Geschlechts, davon 195 mal Jungen und 157 mal Mädchen. Unter den 12 Drillingsgeburten waren 3, bei denen die Kinder gleichgeschlechtlich waren, und 9 mit Kindern unterschiedlichen Geschlechts. Das Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt von Mehrlingen betrug 31,6 Jahre. Bei der Geburt nur einen Kindes waren die Mütter im Durchschnitt 29,8 Jahre alt. Im Anton-Günther-Jahr wird grenzüberschreitend gewandert zwischen Oberwiesenthal und Rittersgrün. Das Ganze läuft unter dem Motto Zweite erzgebirgische Liedertour am Kammweg. An den Stationen finden Sie unter anderem folgende Künstler: Deranzen, Candy John Kretschmar, Heiner Stefani und seine Hauskapelle und noch viele mehr. Wenn Sie an dieser Wanderung teilnehmen möchten, dann können Sie das tun am 19.08.2012 in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Wie gesagt, wandern zwischen Oberwiesenthal und Rittersgrün. Die Volleyballer vom TSV Zschopau spielen, wie Sie wissen, liebe Zuschauer, in der zweiten Bundesliga. Die Saison steht vor der Tür, die Vorbereitung läuft auf Hochtouren und man ist auch mit 2 neuen Spielern im Gespräch, quasi zur Verstärkung. Die Entscheidung hängt davon ab, vom Finden eines Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzes. Und jetzt unser Appell an alle Gewerbetreibenden und Firmen: Wenn Sie in den Bereichen Ausbildungsplatz im kaufmännischen Bereich oder ein Arbeitsplatz im Bereich Einzelhandelskaufmann oder geringfügige Beschäftigung zur Verfügung haben, dann melden Sie sich einfach unter info@mef-line.de. Wir stellen dann gerne den Kontakt her. Die Gewinnung von Kupfer aus Kupfererz gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Unter anderem wurde das früher in der Salgerhütte praktiziert. Wer einen Einblick in die Geschichte der Salgerhütte bekommen möchte, hat am 19.08. ab 13 Uhr die Chance. Es gibt eine Erlebnisführung für Kinder mit Familien durch das Areal des Museumskomplexes. Man wird dabei kindgerecht auf das handwerkliche Geschehen im Museumskomplex Salgerhütte eingehen. Also am 19.08. ab 13 Uhr mit Kind und Kegel zur Salgerhütte. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Marienberg begehen mit einem Festwochenende vom 17. bis zum 19. August das 150. Gründungsjubiläum ihrer Feuerwehr. Informationen zum Wochenende sowie über die Freiwillige Feuerwehr Marienberg erhalten Sie unter der Internetadresse www.feuerwehr-marienberg.com. Ja, liebe Zuschauer, erinnern Sie sich an die Wetterlage zum Siebenschläfer? Oh ja, genau so sieht's aus. Und ob es in den nächsten Tagen so wechselhaft weitergeht, das erfahren Sie hier im Wetter. Der Sommer macht seinem Namen in den kommenden Tagen keine Ehre. Mit kühlen Temperaturen um die 18 Grad und leicht bewölktem Himmel kommt keine Badelust auf. Ab Dienstag leichter Temperaturanstieg auf 21 Grad. Mittwoch Regenschirmpflicht bei kräftigen Schauern, dafür aber um die 23 Grad. Und ab Donnerstag 21 Grad und leicht bewölkt.
Und bevor Sie mit Ihrem Auto starten, informieren Sie sich, wo man die Blitzer versteckt hat. Die Informationen finden Sie bei uns auf der Videotexttafel 112 und im Internet unter www.mef-lein.de. Das war MEF Kompakt. Nächste Woche wieder mit Anne. Ich sage schon mal Tschüss, bis bald.